Servus Freunde, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Performance Showdown. Im Hintergrund seht ihr schon den Rolls-Royce Riot, aufgebaut vom Filmexpert. Der hat sich den Wagen hier gewünscht für den Performance Showdown, hat die Daten eingeschickt und dementsprechend ist er mit dabei. Wenn du Bock hast mitzumachen, unten in der Videobeschreibung findest du alles Nötige, um auch hier dein Auto für den Performance Showdown einzusenden. Ich würde aber erstmal sagen, wir schauen uns das Ganze an, was der Wagen so standardmäßig beim Händler bietet. Und das ist schon mal eine Geschwindigkeit von 8,3, ein Handling von 6,5, eine Beschleunigung von 7,9, ein Start von 7,9 sowie eine Bremse von 7,5. Das ist schon mal ein guter Standardwert. Und da schauen wir mal an, was er aber jetzt wirklich an nackten Zahlen bietet, was man auch wirklich beim Händler ablesen kann. Und das sind 465 kW auf 801 Newtonmeter, das Ganze auf 2,44 Tonnen mit 51%iger Frontverteilung und einem Hubraum von 6,592 Liter. Das Gewicht ist massig, also da muss auf jeden Fall was runter. Schauen wir auch, ob er diesbezüglich was gemacht hat. Aber als erstes werden wir uns jetzt mal nochmal die Werte ansehen. Und das ist jetzt eine Geschwindigkeit von 9,5. Ein Handling von 7,9, Beschleunigung 8,9, Start 8,5, Bremsen 9,4. Das sind schon mal gute Werte, aber was ist das jetzt wirklich in nackte Zahlen? Mit was können wir jetzt auch wirklich was anfangen, wenn wir den Wagen beim Händler sehen? Und zwar ist das 688 kW, 1064 Newtonmeter auf 1,825 Tonnen, dementsprechend 600 Kilo runter, 51%ige Frontverteilung sowie ein Hubraum von 7 Liter. Und ich würde sagen, wir lassen ihn jetzt schön langsam zur Startlinie rollen und ja, da geht es auch los mit Qualm, weil wir halt auch Heckantrieb an Bord haben. Und ja, ich sag mal so schön, Hubraum statt Wohnraum, das trifft bei dem Wagen eher weniger zu, weil der hat auch ordentlich Wohnraum. Ist eigentlich eine Luxuskarosse, dementsprechend bin ich gespannt, wie er sich hier schlagen wird auf unseren Check. Er kommt schon mal eng innen rum, das hat mich extrem stark gewundert, aber es ist halt die Leistung auf die Hinterachse. Das ist schon mehr oder weniger heftig, was da abgeht, und dementsprechend musst du auch extrem aufpassen beim Rausbeschleunigen und kannst nicht so schnell aufs Limit gehen wie mit einem allradbetriebenen Fahrzeug oder auch mit einem frontgetriebenen. Aber wie gesagt, so ein Rolls-Royce ist auch jetzt nicht wirklich ein Rennwagen, den man sich auf einer Rennstrecke wünscht. Aber ja, nichtsdestotrotz macht er hier einen guten Job. Er kommt eigentlich relativ solide rum, hätte ich mir am Anfang nicht gedacht. Als ich mich da eingefahren bin, habe ich mir gedacht, boah, das wird eine schwierige Partie. Aber in der schnellen Runde ging das schon ordentlich und da bremst er schon. Das vorletzte Mal eine Kurve ein. Noch einmal jetzt vorne den richtigen Bremspunkt finden. Und ja, da sehen wir schon das Ziel. Und jetzt also noch einmal ordentlich durchbeschleunigen. Und da geht es auch drüber über die Linie. Und jetzt bin ich gespannt, was der wunderschöne Wagen, den wir im Hintergrund sehen, schon mal geleistet hat. Aber erstmal sehen wir hier die S2-Kategorie, wo Pizza Brutalo vor Mr. Bot und Not Herr Robin anführt. Wo kann er sich einreihen, der Filmexperte? Ja, das ist leider der 13. und letzte Platz in der Kategorie mit einer 63,630. Wenn man jetzt nochmal die Gesamtübersicht ansieht, 63,630. Ja, es reicht auf jeden Fall noch für die erste Seite. Welchen Platz es genau wird, das werden wir dann das nächste Runde sehen. Mr. Bot wird auf jeden Fall seinen 18. Platz, also die Führung der zweiten Seite, dementsprechend verlieren. Filmexpert reiht sich auf Rang 16 ein, ja, hinter ein paar S1-Kategorie-Fahrzeugen. Und ja, Gewinner, Leute, ist leider abgerutscht in die zweite Tabelle. Wenn dir das Video soweit gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben sowie ein Abo oder eine weitere Empfehlung freuen. Ich bin jetzt aber an dieser Stelle raus. Würde mich natürlich auch freuen, wenn du beim Projekt mit bist. Und ich würde sagen, man sieht sich im nächsten Video wieder. Ciao, Leute.